Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Zelda Link to the Past Let's Plays. Ich bin Rektalin und ihr schaut Replay Games for You. So, jetzt waren wir ja in der letzten Folge im Mut-Tempel bzw. im Ost-Tempel und haben dort doch das ein oder andere erledigen können. Sprich, haben den Bogen erhalten, was ich sehr, sehr gut finde. Denn der Bogen ist eine der essentiellen Waffen für mich persönlich, neben der Bombe. Immer sehr, sehr praktisch. Was ich lustig finde, ist, dass man hier Pfeile und so weiter schon vorher halt sammeln konnte, bevor man den Bogen letztendlich hatte. So, sprich, man konnte die Vorräte schon halt mal aufstocken. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ich bin froh, dass ich es wieder angefangen habe. Grandioses Spiel, super gealtert vor allen Dingen. Es ist absolut nicht hässlich, auch heutzutage nicht, in Zeiten von Battlefield 4 und Co. Es ist wunderschön, zeitlos halt von der Darstellung. Ich denke, 16-Bit-Grafik ist ähnlich oder zumindest besser als 8-Bit-Grafik noch, was das Altern angeht. Oh, jede Menge Bomben. Aber Moment, hier die Bomben, die können wir doch noch gar nicht benutzen, oder? Scheiße. Habe ich vielleicht Knopf gedrückt? Doch, wir können Bomben rein theoretisch schon benutzen. Das ist gut zu wissen. Ich habe gedacht, die müssen wir auch in einem Dungeon erstmal holen. Ist aber jetzt wohl gar nicht der Fall. Wiederum auch eine ganz coole Angelegenheit. Ja. Warum bin ich jetzt hier eigentlich unterwegs, wird sich der ein oder andere fragen. Hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar, damit ich von der Biene gestochen werde. Nein, das ist es nicht ganz. Aber fast. Ich will hier mit dieser Fähigkeit, die wir neu gewonnen haben, denn wir haben ja die Pegasus-Stiefel bekommen, möchte ich hier einigen Schabernack anstellen. Und ich denke, das wird auch ganz gut funktionieren. Ah, da ist er doch. Komm, 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 wir sind schnell. Erstaunlich, wie schnell du laufen kannst. Bei deinem Tempo muss es sehr leicht gewesen sein, Zelda zu entführen. Dabei machst du gar nicht so einen üblen Eindruck. Sei es drum, wenn du so schnell bist, solltest du deinen Schwung ausnutzen. In den Zweigen der Bäume im Dorf hängen oft nützliche Sachen. Rempel sie mal an. Okay, jetzt hat er uns einen Tipp gegeben. Hier muss aber irgendwo noch ein Haus sein, wo wir irgendwo dagegen rennen können. Da muss nämlich dementsprechend dann... halt. Kurz Moment. Da sehe ich doch was, was wir hier wegbomben können. Na komm. Genau. Und wegrennen schnell. Sie explodiert. Und die Tür ist offen. Perfekt. Oh, jetzt verstecken sie sich schon hier Tonwerk, ey. Das gibt's ja überhaupt gar nicht. Yeah, 10 Pfeile. Nee, so toll ist es jetzt auch nicht. Aber was will man von einem Haus erwarten, wo Hühner drinnen leben? Also, ich weiß ja nicht. Der Besitzer von dem Haus ist schon ein bisschen eigensinnig und kehrt draußen wahrscheinlich die Straße. So wie ich das sehe. Hier war doch irgendwas mit einem Buch oder sowas. Der pennt, den lassen wir mal. Sind ja nicht unhöflich. Cool. Hier, komm, machen wir mal auf. Wenn wir schon hier am Rumklauen sind, können wir... eine magische Flasche. Darin kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Ha! Alles klar. 2 Flaschen schon. Sache ist die, aber wie kriegen wir denn das hin? Wir müssen gerade mal was ausprobieren. Und zwar, wenn wir so eine Flasche nehmen... Ey, der will mich gerade gar nicht. Warum will er mich nicht? Jetzt will er. Okay. Wollt mich hier nicht wechseln lassen. Ja, wir können die nicht benutzen. Also im Sinne von schwenken, damit wir damit irgendwie eine Fee fangen könnten. Muss da was anderes auf sich haben. Wer bist du denn? Gehen. Mein Sohn hat sehr gerne Flöte gespielt. Doch das ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nie mehr zurück. Wer weiß schon, wo er ist und was er macht. Und der sieht auch interessant aus. Er hat auf jeden Fall mal einen guten gehoben. Hick, die hübsche? Hick, ja, die habe ich gesehen, Hick. Sehr hübsch, Hick, die Frau.
Wunder Wasserfall, der Wünsche, der bei den Hügeln nichts. Und der Flussquelle. Die musst du dir angucken. Die wirst du mögen. Okay. Wer hat offensichtlich einen im Tee gehabt? So, jetzt aber, ich bin auf der Suche nach diesem komischen Haus. Ich meine, das noch so im Hinterkopf zu haben, dass wir dort was sammeln können. Uha. Warum sehen die eigentlich alle aus wie, ich weiß es nicht, wie Marios ein bisschen. Grüß dich, Rektal. Ist nicht leicht, hier reinzukommen. So sei willkommen. Endlich habe ich jemand, der mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Bei der Flussquelle gibt es einen See, in dem jede Menge Zoras leben. Schwer zu finden. Aber der Schatz der Zoras soll wirklich, müsste man sich mal ansehen, nicht? Ja, okay. Was ist denn der Schatz der Zoras? Katze, wenn du nicht vom Fernseher runtergehst, flipp ich auf. Dann gehst du da hinten rum runter. Das hasse ich bei Katzen, ne? Mal ganz im Ernst. Wenn du sagst der Katze hier so und so und die guckt dich an wie ein Pferd und macht gleich weiter Scheiße. Hör jetzt auf. Man sollte den Fernseher nicht direkt beim Fenster positionieren. Ist echt keine gute Idee. So viel sei mal gesagt. Hier geht's, glaube ich, tief runter. Deswegen würde ich da mal nicht oder noch nicht gerne reingehen. Sagen wir es mal so. Hier muss doch irgendwo so eine Art Bibliothek oder sowas gewesen sein. Das kann doch wohl nicht sein. Hier war doch irgend so ein Scheiß. Nur wo? Ach Gott, du bist eine Kuh. Na, dann komm mal hier, Kollege. Kannst doch eh nix. Kabum, das klebt. So viel zu dem Thema. Wachen rufen und so ein Quatsch. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir fallen jetzt hier mal rein. Aus lauter Frust. Und schauen, was passiert. Oh, sehr gut. Haufen Bomben bekommen. Hier sind einige Bomben. Drücke A-Knopf um eine Bombe. Ja, das wissen wir schon. Haufen Geld. Was war das? Bisschen rumgepackt. So. Okay, passt. Kannst du runterhalten? Ja. Na, das ist doch gut. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich behaupten. Ich hoffe nur, dass hier nicht irgendwie das Portemonnaie gecapped ist auf 300 oder sowas. Das wäre mehr als ärgerlich. Hier putzt die Tante. Vielleicht hier im Hühnerstall oder so. Gucken wir mal hier rein. Da war doch was. Das ist ein verrückter Laden, mit dem will ich erstmal noch nichts zu tun haben. Da brauchen wir nämlich auch noch gar nichts. So. Sowas gehen wir dann erst in Zukunft einkaufen. War hier nicht was mit einer Bombe oder sowas? Moment, wir probieren das mal aus. Nee, 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 damit will ich nichts zu tun haben. Genau so. Dann vielleicht von hier oben. Auch nicht. Okay. Aber ich denke, probieren hat sich trotzdem gelohnt. Gehen wir nochmal hoch und gucken da beim Bürgermeisterhaus vorbei. Das ist das Einzige, was ich mir noch denken kann. Ich bin mir zu 100% sicher, dass dort... Ach nee, zu der gehen wir lieber mal nicht. Die spinnt sich dann nur wieder einen ab. Das kann es ja wohl auch nicht sein. Dass die sich dann da einen abspinnt, das will ich vermeiden. Vielleicht nochmal hier reingehen. Ins Bürgermeisterhaus. Aber hier gibt's auch nichts. Das war doch hier, oder? Nicht, dass ich jetzt von einem ganz anderen Spiel ausgehe, dass ich von einem anderen Zelda-Teil ausgehe oder sowas. Sollte ich bis zum Ende der Folge das noch nicht gefunden haben, dann bitte gerne in die Comments schreiben. Auch von mir aus mit dem Hinweis, ach du Doofkopf, mach's denn da? Ist doch ganz einfach. Ist da und da. Nee. Hier rechts gibt es, glaube ich, noch was, wo wir mal gucken könnten. Oha.
Die Wachen sind aber tatsächlich überall, nur nicht da, wo sie gebraucht werden. Das ist auch immer gut. Du kannst von oben runterfallen und daneben ist eine Höhle, die teast. Oh, was ist hier los? Ein Zwerg oder was? Erst wenn mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Schwert härten. Tut mir leid. Okay. Also er wartet noch auf seinen Kollegen. Ja, nee, dann hat sich die Sache hier aber auch mehr oder minder gegessen, würde ich sagen. Oder? Hier waren wir jetzt schon, ne? Wir machen einfach mal die Map auf. Wir waren in dem Haus, vielleicht dort unten. Da gibt's noch Häuser, da können wir mal nachgucken gehen. Halt, Moment, was ist denn da oben? Da oben ist das Master-Schwert, war das nicht immer hier unten? Ach nein, da unten in dem Wald gibt's ja die Dings, die Flöte, glaube ich. Da ist dieser Junge, der da immer wieder auftaucht. Genau so rum war das. Was ist denn das da? Warum ist da so eine Feder? Da ist es doch auch hier, genau. Das ist doch das, was ich gesucht habe. Jawohl. Ah, jetzt müssen wir nur den Weg hier noch treffen. Du hast das Buch Modora. Damit kannst du die alte Sprache der Hylia verstehen. Jetzt können wir das also lesen. Das ist natürlich irre praktisch. Jetzt komm schon, Kollege. Gehen wir mal hier rum. Gucken, was er hier zu sagen hat. Ich hatte mit meinem Bruder einen Riesenstreit. Deshalb habe ich seine Tür zugemauert. Ja, Alter, also du bist ja auch mal ein Problemlöser vor dem Herrn. Das kann es ja wohl nicht sein. Machen wir gleich wieder auf, was Pech gab. Gucken, was der Bruder zu sagen hat. Sie, oh, Zwillinge auf jeden Fall. Und Rektal, was sagt mein großer Bruder? Ist er noch sauer auf mich? Gucken, ob sich da was geändert hat. Ich bezweifle es fast. Na gut, die Tür ist wieder offen. Dann werde ich mich mit meinem Bruder vertragen. So, das ging ja einfach. Und was sagt er? Und, ja, ja, der verträgt sich jetzt mit mir. Seid jetzt wieder beste Kumpels. Was bist denn du? Wenn es dir gelingt, das Ziel in 15 Sekunden zu erreichen, winkt dir ein toller Preis. Achtung, fertig, los. Was ist das Ziel? Bei diesem Versuch betrug deine Zeit 0 Minuten 13 Sekunden. Super, Glückwunsch, du hast dich qualifiziert. Hier dein Preis, ein Herzteil. Das ging ja einfach. Eins von vieren haben wir jetzt. Das ist natürlich praktisch. Wenn wir das, also wenn wir ja vier zusammenbekommen jetzt noch, dann haben wir ja den Vorteil, dass wir ein weiteres Herz haben. Sprich, wir können noch einmal mehr auf die Fresse bekommen. Was unter Umständen relativ nützlich sein kann. So. Hier mal alles kaputt, was so geht. Ist natürlich auch gut, dass man hier in den Rennen rennt, sozusagen. Ohne, dass man ein Feedback über die Zeit bekommt, bis man im Ziel ist. Ja, dann würde ich aber sagen, haben wir doch einiges geschafft. Ein Herzteil haben wir bekommen, kein Herzcontainer, aber immerhin ein Teil. Wir haben ein Buch bekommen und können jetzt die alte Sprache. Sind quasi die Gelehrten von Hyrule. Und ansonsten würde ich sagen, da machen wir einen Cut an der Stelle. Den Südpalast, dem widmen wir uns in der morgigen Folge. Wird wieder, ich habe Folgendes beschlossen, jetzt mal so rein nebenbei. Ich denke, ich werde die Dungeon immer als eine Folge aufnehmen, weil ich halte es für ein bisschen blöd, den Dungeon dann zu splitten. Das ist ein bisschen bescheuert. Aber, wie dem auch sei, der neue Dungeon morgen. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.